Hallo, na dann wollen wir mal Physik machen. Thema für heute, Kräfte. Seht ihr was? Erstes Beispiel, die Drahtfeder. Zum Auseinanderleiern brauche ich Kraft und wenn ich loslasse, zieht sie sich in die alte Form zurück. Genauso an der großen Feder. Sehe ich die als auseinandergezogen, weiß ich, da steckt Kraft dahinter. Nächstes Beispiel. Ich wickle mir aus Kupferdraht mal so eine Feder zusammen. Wenn ich die auseinanderziehe, bleibt sie in der Form. Also die Formänderung bleibt, die Feder schnippt nicht wieder zurück in die alte Form. Das geht mit der Knete genauso. Die Formänderung bleibt. Wir sagen dazu plastische Formänderung. Und jetzt das Holzstückchen. Ein bisschen kann ich es biegen, aber nicht übertreiben, sonst knackt's. Und dann ist es plastische Formänderung. Nächstes Stichwort, Bewegungsänderungen. Wenn ein Auto anfährt, braucht es Kraft dazu. Andersrum, sehe ich ein Auto anfahren, weiß ich, da steckt Kraft dahinter. Aber Kraft brauche ich auch beim Bremsen. Das heißt dann verzögerte Bewegung. Neben die Rollbahn kommt jetzt noch ein Magnet. Und wir sehen, was der Magnet mit der Kugel macht. Jetzt noch mal ganz, ganz langsam in Zeitlupe, das gleiche Spiel. Die Kugel kommt an und der Magnet lenkt die Kugel ein Stückchen zur Seite. So, dann gucken wir uns den ganzen Spaß mal mathematisch an. Die Bahn der Kugel wird also durch die Kraft des Magneten geändert. Ich ändere die Richtung der Bewegung. Jetzt können wir mal zusammenfassen, was wir gesehen haben. Also, Kräfte kann man nicht sehen, aber wir können die Kraftwirkungen sehen. Das erste sind Formänderungen und da haben wir plastische und elastische Formänderungen. Plastisch, wenn der Gegenstand so bleibt, wie er geknetet wurde. Elastisch, wenn der Gegenstand in seine alte Form zurückschnippt. Und bei der Bewegung haben wir drei Varianten gesehen. Das Auto kann anfahren, beschleunigen, das Auto kann bremsen, verzögern und auch für das Ändern der Richtung ist Kraft nötig. Wenn keine Kraft da ist, rollt das einfach nur geradeaus weiter oder bleibt durch die Reibung irgendwann stehen. Auch die Richtungsänderung braucht Kraft. Und ein zweiter Punkt für heute. Wir können Kräfte mit Pfeilen darstellen. Jetzt stellen wir mal die Kraft mit Pfeilen dar. Herr Müller zieht also eine schwere Kiste ins Lager und die Zugkraft wird durch die Muskeln geleistet. Ständig versucht aber jemand zu bremsen und das ist die Reibungskraft. Und weil der Wagen nicht schwebt, zeichnen wir noch eine dritte Kraft, die Erdanziehung, die Gravitation dazu. Wir können also Kräfte mit Pfeilen darstellen und meistens gibt es zu der einen Kraft auch noch eine Gegenseite. So, Herr Meyer ist jetzt weg und wir gucken uns was Moderneres an. So ein Flieger ist doch was Feines. Aber er braucht einen Antrieb. Die vier Düsentriebwerke liefern die Schubkraft. Dagegen wirkt der Luftwiderstand. Na klar, die Gravitation möchte den Flieger nach unten ziehen, also brauche ich einen Auftrieb und das liefern die Tragflächen. Wir sagen dynamischer Auftrieb dazu,
weil der nur dann da ist, wenn sich der Flieger auch bewegt. So, und das ist für uns heute ziemlich selbstverständlich, aber vor gut 100 Jahren fing das alles erst an. Und das sah dann so aus. Ein bisschen Holz, viele Drähte, Stoffbespannung, ein kleiner Motor, der zwei Propellern antreibt.